Wusstet ihr, dass ihr mit den falschen Audiotreibern unter Windows euren Sound so richtig verkacken könnt? Falls ihr immer noch mit WDM, Wasapi oder MME-Treibern arbeitet, dann bleibt jetzt dran, weil ich sage euch, warum ihr das lassen solltet. Und zwar gefälligst. Jetzt bei Mach's dir selbst. Yahoo! Hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Wenn du neu hier bist, dann klick doch gleich auf den Abo-Button, damit du keine Videos mehr über Cakewalk und Co. verpasst. Drückt auch gerne die Glocke, wie das der Marcel so gut kann. Ja, WDM, ASIO, MME, Wasapi, was soll das alles? Das sind alles unterschiedliche Treibermodi für die Übertragung von Audiosignalen. Von Treibern hast du bestimmt schon mal gehört. Stellt sie euch vor wie so kleine Programme, die die Kommunikation zwischen Computer und externer Hardware ermöglichen. Und auch Software. Schauen wir uns mal kurz diese Grafik hier an. Wir haben jetzt also hier unsere DAW, in dem Fall Cakewalk. Und im Endeffekt sollen da alle Audiosignale rein und auch wieder raus. Dafür braucht Cakewalk die Hardware, und zwar ein Audio-Interface, mit dem es die Daten austauschen kann. Und dafür nutzen wir Treiber. Dummerweise gibt es aber unter Windows mehrere, und noch dummererweise sind diese unterschiedlich gut. Sogar sehr. Der hier zum Beispiel, WDM, Windows Driver Model. Und da sage ich es euch gleich, das ist das Hurenkind unter den Treibern. Eigentlich gehen wir ja davon aus, dass unsere Software direkt mit unserem Audio-Interface kommuniziert. Da soll natürlich möglichst nichts dazwischen funken. Ist aber dem WDM-Treiber scheißegal. Und aufgrund seiner Architektur ist er nämlich fest mit den Windows-Kerneln verbunden. Und das heißt, sowohl beim Eingang als auch beim Ausgangssignal hängt dann dieses freaking Windows mit in der Signalkette, und das hat für unsere Zwecke schon sehr viele Nachteile. Jede unnötige Erweiterung der Signalkette bringt auch mehr Fehlerquellen. Stimmt irgendwas mit deinem System nicht, dann ist es auch viel wahrscheinlicher, dass auch andere Signalwege negativ beeinflusst werden. Wir haben eine erhöhte Latenz, ist ja klar. Da das Signal nun auch durch den Systemkern durch muss, verlängert sich die Zeit, bis das Signal am anderen Ende der Kette ankommt. Und besonders wenn wir zu einer Wiedergabe aufnehmen wollen, muss das Signal so schnell wie möglich bearbeitet und zurückgeschickt werden. Versucht mal was einzuspielen, wenn ihr das, was ihr spielt, erst etwas später in den Kopfhörern wieder hört. Verminderte Qualität habt ihr bei eurem Audio-Interface und eurer DAW Sampling Rate auf 48 kHz und Bitrate auf 24 Bit gestellt, heißt das noch lange nicht, dass es auch in dieser Qualität übertragen wird. WDM hat hier nämlich seine eigenen Einstellungen, und wenn diese nicht übereinstimmen, gibt es sogar Fehlermeldungen oder sonstige Warnung, dann wird das Signal einfach konvertiert und schon gibt es wieder Qualitätsverlust. Außerdem der Windows Mixer, ja genau, habt ihr richtig verstanden. Dieser blöde Wichser, der Windows Mixer, lauft da mit, und es beeinflusst nicht nur die Lautstärke, sondern auch irgendwelche Schönfärbereien wie Bassboost oder ähnliches, was dir einen Strich durch die Rechnung machen kann. Super, noch etwas, auf was wir aufpassen müssen. Und ich kann nur lächerliche zwei Kanäle gleichzeitig aufnehmen mit einem Take. Mehr nicht, ja, goodbye Schlagzeug. Ein Vorteil hat der Treiber aber doch. Sollte ich mal mehr als ein Audio-Interface gleichzeitig nutzen wollen, für was auch immer, kann ich das mit dem WDM-Treiber machen. Dann lieber den ASIO-Treiber. Das sollte deine erste Wahl sein. Audio Stream Input Output. Dieser Treiber ist für uns Musizierende gemacht. Wenn wir wieder unsere Grafik nehmen, können wir diese auch gleich so lassen. Dieser Treiber ermöglicht nämlich eine direkte Kommunikation zwischen Hardware und Software, und das ist genau das, was wir wollen. Und da uns jetzt Windows nicht mehr dazwischen funkt, haben wir kürzere Laufzeiten, weniger Problemverursacher, keine ungewollten Konvertierungen und keinen fummeligen Windows-Mixer.
Ja, und dann gibt es noch zwei weitere. Der MME, das ist nur erwähnenshalber erwähnt. Das ist so ein Treiberprotokoll aus Windows 95 Zeiten und allein aufgrund seines Alters schon obsolet. Also, wenn es jetzt bei dir der einzige Treiber ist, der da funktionieren sollte, dann kauf da einen neuen Rechner oder drück zumindest bei dir die Turbo-Taste. Na, also jetzt ohne Witz. Dieser Treiber ist für Echtzeit überhaupt nicht geeignet. Das ist die Notlösung aller Notlösungen. Und da kannst du dir selber auf die Schulter klopfen, wenn du eine Latenz unter 50 Millisekunden ohne Dropouts hinkriegst. Da hätte ich dann auch gerne ein Beweisvideo dazu. Aber halt! War da noch was? Hat Microsoft nicht einen weiteren Treiber namens Wasapi Windows Audio Session Application Programming Interface gemacht? Ja, stimmt. Der wurde mit Windows Vista eingeführt und ist halt irgendwie so eine Mischung aus WDM und ASIO. Also wenn WDM und ASIO 6-Quartetten und ein Kind rauskommt, läuft zwar auch über den Windows-Kernel, stellt zumindest einen exklusiven Modus zur Verfügung, der unabhängig vom Windows-Sound ist. Ja, und kann natürlich auch dann mehr als zwei Kanäle gleichzeitig aufnehmen. Aber es ist immer noch der Windows Mixer mit dabei. Deswegen ist ASIO vorzuziehen, da es eine niedrigere Latenz aufweist und auch eine bessere Signalverarbeitung besitzt. Und hier habe ich noch ein weiteres cooles Cakewalk Bandlab Video für euch. Ja, und wie immer, wenn es too much war, haben wir hier noch ein Video zum Chillen. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchi-Bärli und Servus. Bye, so brennt.